ましから。Fernangriffe, Feuer frei! Ich bin dran. Toko Radi! Denk nicht mal dran, wir sind immer noch keine Freunde. Ja, tak duruk adasti. All you can eat, meine Arme. Seht ihr? Ich brauche euch gar nicht. Hättest du wohl gern. Geh mir aus dem Weg. Ich muss mich konzentrieren. Ah, endlich ein paar leichte Gegner. Glaube ich. Ich habe das erste Blut vergossen.
Arcana-Zeit. Feuervögel. Ich öffne deine Dose mit einer Brechstange. Hab dich! Mal draufgehauen, kann man nicht mehr rückwärts schauen. Glitschig wie ein Stück Seife.
diesen Goblins. Eto, renn wieder! Mitten in die Fresse! Zickzack! Ja! Azarogar! Baruch Azad! Weg da, du bist mir im Weg! Das hat gar nicht wehgetan. Hey, übertreib's nicht. Ja, also das nenne ich Teamwork. Ich bin's. Taloma, Aquo, Sodemi. Die Stufe des Rangers ist gestiegen. Die Stufe der Paladiner ist gestiegen. Ich habe ihn getrunken. Was bewirkt er denn? Chrom braucht keine Karte. Blut wird fließen.
Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Dann aktualisieren wir mal die Karte. Man braucht echte Fertigkeiten, um ein echter Anführer zu sein. Das ist viel nützlicher als Stühle zu bauen. Das ist aber eine schöne Zeichnung. Was stellt sie dar? Ich werde die Öffnung überwachen. Ja, mach ruhig. Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis. Zwerge ritzen Karten auf Granit. Schwerer, aber auch stabiler. Zwerge ritzen Karten auf Granit. Schwerer, aber auch stabiler. Ihr schon wieder? Was kann ich für euch tun? Wir möchten mit Emil sprechen. Er ist nicht da. Keine Ahnung, wohin er gerannt ist. Hier ist es zu dieser Stunde fürchterlich voll und ich bin ein wenig überfordert. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Kurz nachdem der schwarze Nebel durch den Kerker spazierte. Er rannte wie angestochen aus seinem Zimmer mit einer Flasche in der Hand. Konnten Sie die Flasche erkennen? Vielleicht ein Chateau Lelouzet? Na klar, als wenn ich nichts anderes zu tun hätte. Jemand muss sich um all die Besoffenen kümmern, die ihre Lebensgeschichte ins Dekolleté rülpsen. Wenn ihr nichts bestellen wollt, dann tschüss. Gut, wir suchen woanders. Wir könnten sein Zimmer nach Indizien absuchen. Gute Idee.
Naja, das ist maximal eine mittelgute Idee. Übertreib's mal nicht. Da wir gerade davon reden, wie lange müssen wir dem Dieb denn noch zuhören? Mir klingeln die Ohren. Ich hab gar nicht zugehört. Ich auch nicht. Was hat er gesagt? Er sagt, es ist dem egal und er hat sich Wachs in die Ohren gestopft. Tja, ich werde mich dran gewöhnen. Schon drei von euch hören mir einigermaßen zu. Egal, lasst uns Emils Zimmer suchen. Mann, was für ein Loch. Ja, und ein Schweinestall auch? Schaut dieses seltsame Kleidungsstück an. Das ist ein Kultistenumhang. Riecht nach Wein. Dieser Umhang gehört zu so einem Pechsklerus. Anscheinend hat dieser Gastwirt eine Menge vor uns versteckt. Ich spiele gern Verstecken, vor allem im Wald. Vielleicht versteckt er sich irgendwo. Sollen wir zählen, bevor wir ihn suchen gehen? Ja, du bleibst hier und zählst bis 1 Million. Wir gehen schon mal vor. Oh ja, du solltest vorgehen, wegen deiner kurzen Beinchen. Das sitzt erstmal. Mach mal halblang, Kakerlake. Nur weil wir dreimal auf dich gehört haben, brauchst du nicht unverschämt werden. Seht mal, eine Weinkiste. Château Le Lousère. Der gleiche Wein, von dem wir eine zerbrochene Flasche in Rayvaks Wohnung gefunden haben. Und ich darf euch daran erinnern, dass das auch der Wein ist, den wir ihm aus dem Keller geholt haben. Was für ein Theater wegen Fusel. Bier ist doch viel besser. Danke für all die unwillkommenen Tipps, aber dadurch erfahren wir auch nicht, wo sich Rayvaks befindet. Elementar, mein lieber Ranger. Emil Boots muss was mit Rayvaks Verschwinden zu tun haben, aber er ist nicht in der Kneipe. Und da es unmöglich ist, den Kerker zu verlassen, muss er noch hier sein. Klingt logisch, ja. Aber wo? Mal sehen. Wo könnte sich ein Gastwirt, der besessen von gutem Wein ist und ein geheimes Doppelleben als Kultist führt, verstecken? In einem kühlen, feuchten Ort. Im Wald. Er ist im Wald, richtig? Das Unterholz ist kühl und feucht. Unsinn. Ich hab's. Er ist auf einer Pilzfarm. In einem Fleischkühlraum. Nein, ihr blöden Idioten, im Keller! Zusammen mit dem ganzen Wein! Emil Boots ist im Keller! Oh ja, gute Idee. Okay, beruhig dich, wir haben's ja verstanden. Wer ist dieser Emil? Oh, Götter. Los, wir gehen in den Keller. Guten Tag. Hey, Sie sind aber nicht die übliche Händlerin. Nein, die ist krankgeschrieben. Sie ist ausgerutscht. Sie ist auf die Faust des Barbaren gefallen. Ja, sie trägt jetzt ihre Nase weiter innen. Also ich vertrete sie und helfe für sie aus. Die Sicherheit wurde verstärkt. Sicherheit gegen Ausrutschen? Man sollte immer seine Fluchtwege auf einer Karte vermerken. Ich hoffe, diese Investition lohnt sich. Ich habe Nüsse für die Eichhörnchen. Der
Der Rubel muss rollen. Habe ich irgendetwas, um schnell Notizen zu machen? Wenn es stinkt, müssen es meine Stiefel sein. Ich glaube, er trägt zu viel. Wir sollten das Inventar aufräumen. Soll ich ihm jetzt das Gold geben? So ein Mist. Hervorragend. Das ist mein Kram. Ah, fantastisch, genau wie Chrom. Nicht die Tränke miteinander mischen, sonst boom. Danke. Ist das für mich? Wirklich? Ist er der betrügerische Gastwirt? Also, möchtet gerne abgestochen werden? Dann sind Sie also wirklich böse? Und ich habe Sie für freundlich gehalten. Ja, nur weil ich Ihnen gesagt habe, dass Sie wie ein Anführer aussehen. Anführer am Arsch. Mit so einer Fresse. Jeder Penner wäre glaubwürdiger. Wem sagst du das? Das ist noch einer seiner Tricks. Aber nochmal werden Sie uns mit Ihren Lügen nicht reinlegen. Reinlegen? Wozu denn, ihr Bratzbirnen? Ich führe euch schon von Anfang an der Nase herum, damit ihr wegbleibt. Aber jetzt habe ich es satt. Warum ist er so gemein, der Herr? Er ist ein Kultist von so ein Pech. Hör einfach mal zu. Nein, ich war wirklich mal ein Abenteurer, bekam einen Pfeil ins Knie, erkrankte an Wundbrand und so weiter. Aber dann kam so ein Pech und rettete mich. Das bindet, wisst ihr? Ja, ja, egal. Du übergibst uns diesen Bastard Revax oder wir kümmern uns dieses Mal um dein anderes Knie. Wer ist dieser Revax? Mal im Ernst, euer Freund ist ein bisschen beschränkt, oder? Vergiss es. Also, übergibst uns Revax, sonst gibt's was auf die Fresse. Zu spät, Leute. Ich habe die bestmöglichen Söldner angeheuert, um euch im Bettvorleger zu verwandeln. Ich werde ihn auf die zweite Ebene, direkt hinter Losaks Siegel, teleportieren. Von wegen. Teleportation ist ein hochstufiger Zauber. Kein billiger Trick, den ein alter Gastwirt erlernen könnte. Es ist alle auf einer verfluchten Schriftrolle geschrieben. Sobald sich Revax hinter den Siegeln befindet, werdet ihr ihn nie mehr erreichen können. Bis dann, ihr Nieten. Die Magie wird obsiegen!
Zusammenbleiben! Sag Hallo zu mir, im kleinen Freund. Lass uns jetzt gehen. Azarogar! Seht ihr? Ich brauche euch gar nicht. Goff, goff. Komm mir nicht so nahe. Das war kriminell schlecht. Also, ich habe Raivax wegteleportiert und jetzt trete ich dir deine Mandel durch die Augäpfel. Ich bin dran. Ich bin dran. Kleiner Spaziergang an der Küste der Qual, oh, gefällig? Feuervögel!
Lemon! Das hat weh! Tod den Grünhäuten! Ja, tak, Durok, Adas. Ihr werdet leiden, Obenseiter. Ich muss mich konzentrieren. Komm, runter! Nimm das, du Fiesling! Bingo! Ausgewichen! Taloma, Aquo, Sodemi! Zu klein, ha? Huh? Thank you.
Ich hätte lieber eine Gallone leckeres Bier. Das war's, er wird sterben, blöder Arsch. Ja, das ist nicht falsch, aber alles zu spät. Scheißwelt. Wir können trotzdem in der Nähe nach Hinweisen suchen. Die Stufe des Barbaren ist gestiegen. Die Stufe des Ogers ist gestiegen. Die Stufe der Elfin ist gestiegen. Cool, dann sehe ich nicht wie ein Nerd aus. Das ist toll, schön. Akala lecker, lecker. Mich? Vielen Dank. Die Armen werden ärmer. Jupila, Kadum Armis. Bruder Zogila. Ich bin stärker! Ja, ich bin stark.
Juhu, ich werde immer besser. Besser als nichts ist trotzdem nicht viel. Super, wie wäre es mit einer Umarmung?